Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 und jetzt geht es hier um die Quests, die man ja in der Halle der Champions abholen kann, und zwar beim Roboter, ja, da kann man ja Quests abholen für Waffen. Diese Woche kamen zwei neue Waffen dazu, und zwar einmal hier Mitternachtstour und einmal den Gipfel erklimmen. Gipfel erklimmen probieren wir jetzt mal eben schnell fertig zu machen, beziehungsweise ich will mal zeigen, wo man hinfliegen kann. Hier steht folgendes drin: Schieße einen der folgenden Zielvorgaben ab. Besiege Schnellkämpfe mit Hinterlader-Granatwerfern überall im System. In Ansturm gibt es Bonusfortschritt für schnelle Todesstöße. Ja, besiege Hüter mit Granatenwerfern kann man auch noch machen, aber das dauert natürlich noch länger, deswegen gehen wir natürlich gegen die KI ins Feld. Das dauert natürlich ein bisschen länger, wenn man nicht in Ansturm geht. Wie gesagt, sonst probiert es halt auch, wenn ihr das eh noch machen müsst und Beutezüge erledigen müsst, dann geht ihr halt eben hier Ansturm-Playlist rein oder geht hier auch rein, ja, könnt ihr natürlich auch reingehen. Bietet sich natürlich auch noch an, wie gesagt, am besten natürlich Innenstadt vielleicht dann für den Dürresammler zum Beispiel. Und dann müsst ihr natürlich erstmal einen richtigen Granatwerfer dafür haben. Ich werde jetzt hier Dürresammler nehmen, ja. Also es geht hier nur um die Granatwerfer, die ihr hier ausrüsten könnt, im Kinetik-Slot oder hier Energiewaffen-Slot, aber nicht die dicken Granatwerfer, die man hier unten hat, ja, da, die zählen nicht. Und jetzt gehen wir mal Dürresammler mit rein. Und zwar in Sog der Habsucht, in den Dungeon am Anfang, soll man die ganz gut leveln können. Da ist ja diese Höhle, da kommt immer die Schar raus. Da soll man es extrem schnell fertig bekommen. Ob es jetzt gleich wirklich so sein sollte, werden wir gleich rauskriegen. Zudem sollte man eventuell nochmal hier Spezialfinder reinmachen hier für Spezialmunition. Das sollte man vielleicht auch nochmal reinmachen, damit man eventuell mehr Drops kriegt für die Waffe als Munition. Man stirbt ab und zu auch dann halt hier, wie gesagt, bei Sog der Habsucht am Anfang, wenn man hier die Engramme nicht abgibt, beziehungsweise den Kristall nicht lädt, der da in der Höhle ist. Aber ist egal. Wenn auch irgendwas nicht funktioniert, wie gesagt, einfach wieder in Orbit fliegen und wieder hier in Sog der Habsucht reinfliegen. Kein Problem, wie gesagt, ist halt sozusagen mit hier einer der besten Positionen, wo man hier die Sachen erledigen kann. Es gibt auch natürlich noch bessere Positionen. Es gibt auch noch, wurde gesagt, geschrieben, warte, ich muss mir erstmal überlegen, den Tipp hat mir übrigens hier vom Clan gegeben, hier, muss man kurz gucken, wer das war, Sisamaus hat mir das gesagt hier, dass man hier das gut hinkriegen kann. Zudem gibt es noch einen anderen Tipp von Logan, und zwar, er hat alle Questmissionen in Heilsbrecherisch erledigt. Erster Checkpoint auf Normal. Ja, Mission Heilsbrecherisch und erster Checkpoint und dann Normal spielen. Da hat er das alles erledigt. Das nochmal dazu, wo ich ja so das jetzt hier weiß. Theoretisch weiß man es auch so. Das ist jetzt nichts Neues hier, ja. Das muss man dazu sagen, das ist jetzt nichts Neues. Und wir gehen mal kurz rein und gucken mal nach, ob das hier irgendwann klappt oder nicht. Bin selber mal gespannt, ob wir das hinkriegen hier. Oder ob ich hier nur auf den Deckel kriege jetzt. Mal abwarten. Moment, nervt mich gerade ein bisschen ab hier. So, muss ich diese Kristalle aufsammeln. Jetzt habe ich natürlich keine Muni mehr. So soll es eigentlich nicht sein. So, jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Muni. Schon mal gut. So, jetzt feuer ich da immer rein in die Box hier, wollte ich gerade sagen, in die Höhle. Wenn ich den auch treffe, ja, ihr müsst natürlich auch treffen. Aber wie man sieht, die rennen hier alle raus und verrecken alle. Und die kommen immer wieder. Hier gibt es noch. Ja, ihr müsst immer diese Kristalle aufnehmen. Das ist wichtig. Nimmt natürlich vorher auch Beutezüge mit. Killt vielleicht nach vorher noch die ganzen anderen Leute weg, die da hinten rumnerven. Aber wie man sieht hier, ich kriege auch hier so ein bisschen alles fertig. Gleich mal gucken, wie viel Prozent ich habe. Bin selber mal gespannt. Ihr sollt natürlich auch immer die Dinger hier einsammeln, damit ihr heute eure Zeit wieder hochpushen könnt. Und dann nicht vergessen, immer hier die Dürresammler-Quellen hier knallen. Und dann sehen wir gleich mal, gucken, wie weit wir gleich gekommen sind. Und immer die Kristalle aufnehmen, ne? Und Muni ist hier auch immer. Eigentlich, da ist schon wieder Muni gedroppt. Da einer vorbeigelaufen, macht aber nichts. Oh, hier kommen die Hexen. Da muss ich mal eben kurz hier. Ja, wenn ihr natürlich immer Kristall was abgibt, ist natürlich nicht so gut. So, einen wegschießen hier. Da kommen wir schon wieder. Du hast natürlich den Spot verloren hier. Vor der Höhle. Jetzt habe ich erstmal wieder keine Muni. Ein bisschen eingerufen hier, wie gesagt, aber hier kommen eigentlich die ganze Zeit Gegner raus. Eigentlich ist schon ziemlich nett, ne? Kann man nicht anders sagen. Das funktioniert schon ganz gut. Und hier kann man halt auch alle anderen Waffen leveln, ne? Nicht vergessen.
da gerade keine raus. Ist hier hinten einer gespawnt oder was? Ah, der hat da sich vorbeigesneakt hier. Müsste natürlich immer alle erledigt haben hier, sonst kriegt ihr das hier nicht. Natürlich ein bisschen besser, wenn ihr so hier reinschießt. Und es dauert natürlich länger, weil wie gesagt, Bonusfortschritt gibt es nur halt wie gesagt einmal dann beim Ansturm. Das ist ja natürlich gar keine Muni, ist natürlich nicht so gut. Ich habe Muni wieder bekommen. So, da habe ich Muni wieder gekriegt. Jetzt kann ich hier wieder weitermachen. Natürlich auch vielleicht ein bisschen besser als das, was ich hier mache. Aber ich gehe jetzt wieder das erste Mal jetzt hier rein. Probiere es halt einfach aus, ne? Das muss man dazu sagen. Aber es ist schon nett eigentlich so, ne? Das passt, sagen wir so. So, und wenn irgendwas wieder schief läuft, weil ich mache jetzt erstmal weiter hier und dann gehe ich gleich in Orbit kurz und mal gucken, wie weit wir es gleich geschafft haben. Müsst aber wie gesagt immer die Kristalle aufnehmen, sonst sterbt ihr irgendwann, wenn ihr nicht abgebt. Da müsst ihr natürlich zugucken, dass ihr hier immer wieder die kommenden Hexen abschießt oder halt auch dann, wie gesagt, wieder Muni kriegt. Das Abschießen von Beutezügen ist hier auch anscheinend wohl gut zu, also allgemein Beutezüge sind hier auch gut zu machen. Also sind die Hexen ja da. Okay, gut, einmal verreckt, das können wir jetzt erstmal so lassen. Gehen wir in Orbit und schauen gleich mal, was wir hingekriegt haben. Wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, ihr startet immer wieder hier und wenn irgendwas nicht läuft, wie gesagt, geht ihr halt in Orbit zurück und joint hier wieder, ja, macht es wieder so. Und das könnt ihr mit jeder Waffe machen, die ihr hier bekommen habt oder bekommen könnt als Quest, kein Problem. So, mal gucken, wie weit wir gekommen sind. Dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, aber mich würde es auch selber interessieren. So, wir sind jetzt bei 19%. Ist so eigentlich okay. Es dauert natürlich länger als, wie gesagt, wenn ihr Ansturm spielt, aber es funktioniert. Das könnt ihr halt mit jeder Waffe machen, ja? Mit jeder Waffenquest. So, dann würde ich mal sagen, viel Spaß dabei. Wir sehen uns wieder. Reingehauen und danke für den Support. Tschüss!